So, und da wären wir auch schon wieder. Na, hat irgendjemand ein Willkommen zurückgeschenkt für mich? Irgendwas? Opfergaben, Obst, Gemüse, Ziegen, Schafe, 42 Jungfrauen? Nichts? Man kann ja mal fragen. Alles klar, dann wollen wir hier doch mal einen Brückus Kopfus bilden. Da war doch mal was. Oh, hallo. Empfangskomitee. Wir können doch mit unserer schönen Artillerie da reinballern. Geh's mal wieder zurück. Nein, geh nicht kaputt. Oh nö. Bombe Unterstützung. Ach du Scheiße! Ja, nee. Man kann es ein bisschen übertreiben, ne? Ich glaube, wir haben das Bevölkerungsproblem eben aufgehoben. Alter, wollt ihr mich fertig machen? Du kommst ein bisschen spät, mein Freund. Okay, alles klar. Ich glaube, wir beschränken uns auf Lufteinheiten. Ich hab's verstanden. Also, wir bringen ganz viele Panzer ins Feld. Aber so, ja, leck mich am Arsch, ey. Nee, überhaupt nicht, wisst ihr was? Die bomben mir in die Steinzeit, ey. Wir werden angegriffen. Fuck. Das so, ja, es sind ein bisschen viele, es sind mehr, es sind mehr. Ach du Scheiße. Oh Gott, komm, die möchte ich alle auf einen Streich. Das ist zwar nett, aber ich wollte eigentlich mit einem ganz großen Bumm. Nein, nicht aufteilen, das ist doch gemein. Große Party. Ich will eine große Party. Nein, jetzt ziehen sie sich wieder zurück. Wir werden angegriffen, Nein, okay? ich werde nicht mal dran, im Traum daran denken, jetzt da eine Atombombe reinzuwerfen. Wo. Nein, da werfe ich auch keine ab. Das ist zu nah an meinen eigenen Leuten. Ich baue jetzt gleich meinen normalen Bomber. Ja, den Jagdbomber aufzugeben, ist jetzt nicht zu schade, finde ich. Wir brauchen mehr normale Bonbons. Und noch einen zweiten Atombomber, wenn es geht. Und dann nochmal einen neuen Jäger. So. Ihr macht jetzt mal ordentlich Kabums beim Gegner. Und deckt damit gleichzeitig ein bisschen auf. Und dann hätte ich gerne. Ja. Ihr zwei. Ihr könnt mal mitkommen und könnt ja mal so einen Brückenkopf bilden. Obwohl, ich mache fünf. Dann kriegen wir das gleich zu einem Stadtzentrum. Wir werden angegriffen. Kann ich helfen? Kann ich helfen? Unverzögert. Vier. Kann ich helfen? Fünf. Perfekt. Kann ich helfen? Und ihr macht da beim Wir Gold mit. werden Wir brauchen mehr Gold. angegriffen. Fertig. Wo ist mein Transporter? Unverzüglich. Wo ist denn der? Wer hat meinen Transporter gegessen? Haben wir das jetzt erwischt? Ja, wir haben es erwischt. Ja, heilige Scheiße, geil. Safe, kein Absturz, sehr schön. Wir brauchen einen neuen Timmy. Ja, hier können wir gut bomben. Das Bum-Bum-Potenzial ist äußerst groß. Zack. So, meine Freunde, ich würde sagen, es ist Weihnachten und ich habe Geschenke dabei. Alle mal hier rein. Ach, wisst ihr was? Wir können jetzt mal kurzzeitig sagen: Bomber und Jäger. Atombomber bin ich dann doch lieber ein bisschen vorsichtiger. Die kosten mir zu viel und gehen zu schnell kaputt. Guckt euch mal den Lebenspunktunterschied an. Nur die Hälfte. Man hat gesehen, wie schnell die kaputt gehen, wenn sie richtig beschossen werden. Aber irgendwo muss ja das Manko sein. Das wäre ja gemein, wenn die wirklich alles könnten. Könnus. Bumus. Ich würde sagen, der Angriffsradius ist mittlerweile ganz nett geworden, oder? Ich finde schon. Ihr könnt weiter Bum-Bum machen. Liebe Frau, wirf bitte deine dicken Dinge ab. Ich meine natürlich die Bomben. Wer hat da an was Falsches gedacht? Immer wenn ich dicke Dinger höre, muss ich an diese dämlichen Werbungen denken. Da hat irgendjemand mal angefangen. Was? Neu. Was? Neurussland? Feindselig? Habt ihr sie noch alle? Wir sind doch Neurussland. Ja, wir sind Molotows Expedition, aber trotzdem sind wir doch Neurussland. Schweinerei. Aber okay. War da nicht mal irgendwas von wegen der Insel, die wir in Ruhe lassen können, aber nicht unbedingt sollten? Da war, glaube ich, mal irgendwann mal was. Boah, wie schnell die Jäger mittlerweile sind. Das ist total cool. Ja, komm, euch verbessern wir auch mal, einfach weil wir es können. Haha, ihr könnt nichts machen. Ich habe Flugzeuge.
Aber war da nicht mal irgendwie was? Ja, wie gesagt, von so einer Insel. Was wollte ich denn jetzt vorhin eigentlich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ha! Seid ihr jetzt stolz auf mich? Genau hier baue ich dann ein neues Kapitol auf. Besser gesagt ein Stadtzentrum. Vielleicht baue ich hier dann irgendwelche Einheiten, Cyborgs oder vielleicht doch... Ja, so wie der mit Infanterie kommt, sollte ich eigentlich mit Panzern kommen. Im Ernst. Wirklich. Das ist kein Scherz. Hört auf zu lachen, jetzt reicht's. Das finde ich so cool, wenn ich irgendeine Rede halte und irgendwas komplett ernstes sage und die ganze Menge fängt an zu lachen, weil die es für einen Witz halten. Das ist kein Scherz, hört endlich auf zu lachen. Mann, wie ernst er das rüberbringt. So, ich hätte jetzt eigentlich... Und schon wieder versenkt. Es sind, glaube ich, überall U-Boote unterwegs. Das ist die U-Boot-Verschwörung, ich sag's euch. Die U-Boote, sie werden unser aller Ende bedeuten. Sobald sie die Möglichkeit haben, werden sie uns alle vernichten. Ach, die kriegen wir auch so normal kaputt. Da brauchen wir keine Atombombe für. Aber hier... genauso wenig. Na komm, werfen wir das da rein, dann ist das Ding gleich noch kaputt. Ist ja auch irgendwo gleich mal ein Bomber noch in der Nähe? Ja, du hast schon abgeworfen. Du bist uninteressant. Ja, du machst hier und du machst jetzt noch da restlich und eine Turm muss auch noch sterben. Ja, sterben. Richtig verstanden. Okay, den Turm haben wir... Okay, ich unterschätze jedes Mal die Reichweite von diesem Turm. Das ist übel. Du bist fertig? Ja, wir brauchen irgendwie noch ein bisschen... Da unten, die müssen weg. Das sind böse. Das sind Sommerschlussverkauf-Konkurrenten. Oh ja, das ist eine Leistung, die ich sehen will. Das ist eine Motivation. Das nenne ich Kampfgeist. So, du bist dahin, du bist dahin. Der Radius hier ist ja auch sehr, sehr schön, deswegen kriegt man auch gut die Flachs jedes Mal. Was? 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 Nein. Nein! Vergesst es! Hier kommt keine Invasion oder so ein Spaß. Das könnt ihr euch mal in eure Backdoor gemütlich hineingleiten lassen. Das ist gerade so ein Spruch, der mir gekommen ist, weil jetzt vor kurzem gab es doch diese Aufforderung des FBIs, dass in jedem, weil es mittlerweile auch gut, weil schon auf iOS und bei Apple-Sachen mittlerweile überall sehr starke Codierungen drin sind. Nein! Ihr Penner, ihr Blöden. Und auch Google möchte immer weiter. Auch außerhalb von mobilen Geräten auf immer stärkere Codierung zurückgreifen. Und jetzt kam ja auch das FBI her und sagt, es soll überall für das FBI, für staatliche Institutionen, soll eine Backdoor eingebaut werden. Dass sie immer auch schön die NSA überall rumschnüffeln können. Schließlich sollte niemand etwas zu verheimlichen haben. Da frage ich mich an der Stelle, warum das FBI nicht mal einfach alles offenlegt. Die haben doch bestimmt auch nichts zu verheimlichen, so gute Jungs, wie sie angeblich sind. Aber ja, das Lustige ist, der beste Kommentar, der auch am meisten geliked wird, aber glaube ich irgendwie, die können sich ihren Beschluss mal in ihre eigene Backdoor schieben. Den fand ich echt gut. Wir werden angegriffen. Weil die wollten es ja auch noch mit dem Gerichtsbeschluss wirklich offen machen, dass das FBI das Recht hat, dies zu tun. Zum Glück wurden sie regelrecht ausgelacht vom US-Kongress. Selbst vom US-Kongress. Und das muss schon was heißen. Weil ich mir echt denke, vielleicht gibt es doch noch ein paar Leute mit Verstand auf dieser Welt. Vielleicht sind wir doch noch nicht verloren. Wunderbar gebombt. Da sind wir dann schon am Ziel. Ja, wir sollten ja nur Kuba machen. Ich möchte mal irgendwohin erkunden. Ja, irgendwohin erkunden. Du, erkundest mal irgendwohin, bitte. Ich möchte mal wissen, ob es hier noch irgendwas gibt, was mich interessieren könnte. Du Jäger, bringt mir den Jäger. Da jetzt da hinten eigentlich ein bisschen fröhlicher alles ist, können wir schon mal wieder ein bisschen weiter vor.
Jäger hatte ich schon. Bombe. Irgendwo hier sollte doch noch eine Insel. Warte mal. Da war's. Ganz da unten. Was war das von dem Miami, Vereinigte Staaten? Ja, ja, okay. Aber irgendwo ein Tipps war doch mal. Hispanolas. Ach, hier. Ach so, das ist das, was wir schon ausgelöscht haben. Ja, okay. Die waren sogar optional. Ich dachte, wir müssen die unbedingt. Na toll, ganz klasse. Aber wir sollten ja bloß das Ding auf Havanna machen, oder? Ja gut, wir sollen jetzt auch noch Kubas Kapitol in ein Stadtzentrum machen. Und auf Kuba 3 Cyborg-Fabriken, 2 Docks, Marinewerft. Ja, das kommt noch alles. Ganz da unten links war noch eine Insel, die habe ich jetzt gesehen. Das hat mich jetzt neugierig gemacht. War hier irgendwo was in dem Bereich? Nö, das ist der gesamte Nordatlantik. Riesiges Meer. Irgendwie ist das so eine Scheinkarte. Die sieht so riesig aus, aber der Großteil ist im Meer. Okay, es ist geografisch korrekt, aber trotzdem, es ist die totale Mogelpackung-Mission. Nämlich, boah, es ist eine Karte, diese Vielfalt. Ja. Wir werden angegriffen. Beschiss. Ich will mein Geld zurück. Neue Russler? Moment mal. Ist hier etwa der werte Herr Grigor der Zweite? Na gut, die müssen den da nicht zwangsweise für eine Zwischensequenz hier eingebaut haben, oder? Bin mir nicht sicher. Nö, hier ist uns nichts. Du machst ganz viel Boom Boom auf. Flack. Wunderbar. Hauptsache, du kommst rechtzeitig und ungeschoren zurück. Ungeschoren vor allem. Wie so ein Schaf. Ach, Hallöchen. Schön, dass wir das auch mal... Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oh Gott, ist das etwa... Ach, du Scheiße. Ja, so viel zum Thema. Es gab mal jemand, der hat gemeint, doch, die gibt's doch, glaube ich, nur im Add-on. Könnt ihr euch noch erinnern an das Gebäude, von dem ich gesagt habe... dass die höchste Reichweite im Spiel besitzen, eine gewaltige Zerstörungskraft, das kann ich euch mal zeigen. Raketenbasis. Das Ding feuert Atomraketen ab. Zum Glück benutzt es der Feind nicht. Was zum... Was seid denn ihr? Das ist noch die Karibische Liga? Das sind noch kleine Tuk-Tuks? Ich glaube sie wohl nicht. Haben wir irgendwo? Da haben wir 2 Bum-Bums. Ihr kommt mal runter und sagt Hallo. Dann kommt noch ein Atombomber und gibt das ganz große Hallo-Geschenk. Erstmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die einen Freude bereiten. Aber die großen dürfen auch nicht fehlen. Wir werden angegriffen. Wer? Oh, nee. Schießt auf meinen... Wir werden angegriffen. Schießt doch nicht auf meinen Frauen rum. Also echt mal, kein Respekt, die Leute. Wir werden angegriffen. Ah, wir haben es... Ah doch, haben wir. Wollte schon sagen, wir haben es nicht ganz zerstört, aber ich nehme alles zurück. Passt schon. So. Ich glaube, wir können kurzzeitig mal, obwohl hier sind wir auch noch nicht ganz fertig. Ach du Scheiße. Ach du. Zurück, um Gottes Willen. Gesamter Sammelpunkt, bitte. Erstmal verschieben. Auf hier. Danach gucken wir mal weiter. Wir werden verfolgt. Ist der schneller? Die sind genau gleich schnell. Wenn die Frau jetzt keinen Fehler macht. Wird sie hier lebendig zurückkommen? Oh nein. Stimmt, die Geschwindigkeit geht ja runter, wenn ich... Oh, wenn der Herr auch keinen Fehler macht, dann wird der Herr Udwin. Oh nein, ich kann die nicht mehr zurück. Scheiße. Ich habe ganz vergessen, dass die, wenn sie auftanken müssen, langsamer werden. Ach, Mann. Wir brauchen noch mehr Jäger. Irgendwie haben wir ein Jagdproblem. Irgendwie haben wir sowieso ein Problem, was Flugzeugproduktion angeht. Flugzeugproduktion. Ja, natürlich. Voll korrekt Deutsch, das sein tun. Ah, jetzt haben wir unseren zweiten... Ach, deswegen hat es so lange gedauert, weil wir den zweiten Atombomber gerade gebaut haben. Alles klar. Na dann, will ich mal nichts gesagt haben. Jetzt tun wir mal hier zumindest die Jäger hin. Ah, die Bombe auch. So viel zu dem Thema. Dann möchte ich das gerne erweitern.
Dann möchte ich nämlich dort Dorfbewohner bauen können. Dann gibt es so eine schöne Turmbarrikade erstmal. Und dann weiß ich nicht, was ich... Ja, mit den USA müssen wir ja nichts machen. Dann machen wir einfach Kuba, weißt du, fertig. Überraschung. Ich würde sagen, Bombenstimmung. Der Witz ist alt, aber es ist wahr. Ihr beide kommt mal mit. Auch wenn Molotow überleben muss. Die Hyperions können ja über Wasser laufen. Und du gehst auch mit rein. Pandora in seiner Blechbüchse. Dann müssen wir schauen, dass wir 3 Seilbockfabriken, 2... Jetzt fängt's schon an. 2 Kasernen? 2 Docks! Eine Marinewerft. Ah! Ich war nah dran. Gut war ich nicht, aber ich hätte nah dran sein können. Wir brauchen jetzt ganz viele Jäger irgendwie. Es ist mir schon aufgefallen. Irgendwie haben wir kaum Jäger. Wir könnten nochmal ein zweites Flugfeld gebrauchen, wisst ihr was? Wir könnten ja auch ein Flugfeld hinmachen. Das würde vieles ersparen. Vor allem, wir könnten an sich mal ein zweites Flugfeld machen. Dann kriegen wir viel schneller Flugzeuge. Bei Bevölkerungslimit mangelt es nicht an Ressourcen auch nicht. Wir haben bloß das Problem mit Orangensaft. Ich hasse es, wenn ich mitten im Satz irgendwie einen totalen Brainlag bekomme und vergesse, wie ich weitersprechen wollte. Ich meine, es passiert schon oft genug, wenn ich irgendwie mal beim Thema umschweife. Aber wenn ich beim selben Thema bin und vergesse, womit ich weiterreden will, dann... Nein, 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 du wagst es nicht. Du wagst es jetzt nicht, hier zu sterben. Ich habe genau 5 mitgebracht. Wir werden angegriffen. Ja, jetzt habe ich vergessen. Jetzt habe ich vergessen. Ich glaube, ich war dabei, mich aufzuregen, dass ich wieder alles vergesse zwischendrin. Aber wo genau ich stehen geblieben bin, weiß ich auch nicht mehr. Ist jetzt egal. Das, alles okay, alles klar, alles klasse. Das, für das Vaterland. Aber ich glaube, es reicht schon, wenn ich hier aufbaue, oder? Meine Militärbasis. Für das Vaterland. Mein Militärbasis-Müsli. Ja, toll. Und dann noch Docks und Marinewerf. Gut, die könnte ich hier aufbauen. Hier könnte ich ja wieder so eine schöne Einbuchtung machen, wenn... wenn hier die ganzen Bäume nicht wären. Die Bäume sind wieder mein schlimmster Feind, das war klar. Es musste früher oder später soweit kommen. Aber wir bauen erstmal die Türme hierher. Zumindest so ran. 2 Docks, eine Marinewerft. Ich hab's noch im Kopf, ich hab's noch im Kopf. Cyborgs sind süß. Zum Knuddeln. Der drückt mich. Der drückt mich, Grigor. Jetzt neu, Mann. So als Action und als Kuschelfigur. So für Jungs und Mädels. So dann in der Propaganda so. Entweder der Action-Grigor oder der Knuddel-mich-Grigor. Der zweite. Dann drückt man da irgendwie so drauf, kommt immer so ein Spruch. Genosse, für das Volk, für das Vaterland. Ich finde das total toll. Nein, 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 du fliegst zurück, du fliegst zurück, du fliegst zurück. Sei eine gute Frau. Nein. Oh Mann. Den Umgang mit dem Ruder müssen wir noch üben. Mit dem Knüppel. Ruder. Genau, mit dem Ruder. Wisst ihr, wie ich mir das gerade vorstelle, wie man in so einem Flugzeug drin sitzt und so ein gewaltiges Schiffruder aus Holz hat? Miau. Scharf, Backbord. Miau. Den Umgang mit den Steuerknüppeln müssen wir noch üben, werte Dame. Jetzt können wir eigentlich mal anfangen. Komm, machen wir die Cyborg-Fabriken. 1, 2, 4. Kleiner Test, ob ihr aufpasst. Ob ihr mehr aufpasst als ich. 1. Jetzt komme ich durcheinander. Und überall die Flugzeuge in der Luft. Diese Action. Wir werden angegriffen. Diese gewaltige Action. Ich könnte jedes Call of Duty dagegen vergessen. Kann ich helfen? Call of Mutti.
Dominik, Essen ist fertig. Nein. Also gut, ja, Essen, aber nein, ich muss vom PC weg. So, das fand ich auch immer am schlimmsten damals. Oh ja, oh Gott, das erinnert mich gerade an meine Warcraft 3 Zeit. Wie alt war ich da, als ich Warcraft 3 aktiv im Multiplayer gespielt habe? 15, 16, glaube ich. Allergeilste, man ist in einer Multiplayer-Partie, ja? In einer Multiplayer-Partie. Also, ich betone es nochmal, in einer Multiplayer-Partie. Gerade in einem Ranked-Spiel oder so. Und man ist gerade so mitten beim Aufbauen der Basis und in den ersten 10 Minuten, dann kommt, Essen ist fertig, komm. Es geht gerade schwer, pausier doch einfach. Was? Und dann, ja, Moment, ich bin gleich da. Und dann, wasch, 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 scheiße. Kann das nicht schneller zu Ende gehen? Oh, Mann. Herrlich, herrlich, herrlich. Diese Zeiten. Kann ich helfen? Hier drüben, nein, das klappt natürlich nicht. Es war klar, Baum im Weg. Es funktioniert nicht, weil Baum. Ihr versteht jetzt endlich mal, ihr versteht endlich mal den Hintergrund. Jetzt gibt es endlich mal Sinn. Wir haben alles gebaut, was wir brauchen, oder? Haben wir es jetzt geschafft? Wehe. Wehe, das zählt nicht als Kuba und da hinten ist Kuba für euch im Trigger. Dann komme ich mal mit der Handfläche bei den Entwicklern vorbei. Links und rechts und links und rechts. Was fällt euch eigentlich? Kann ich das nicht drehen irgendwie? Ich hätte das gern so aus... Warum? Nee, nicht so... Oh, ich hätte es gern so ausgerichtet, aber in die andere Richtung. Ihr seid doch verdammte Wichser. Das Selbstausrichten fehlt irgendwie hier. Es ist bei jedem Gebäude eigentlich egal. Bis auf das Flugfeld. Ja gut, dann machen wir das eben so. Was soll's. Wir lassen hier so wenigstens zwei rein. Vielleicht ist das ja Hintergedanke, nicht wahr? Ja, natürlich. Dort lassen wir dann alle Flugzeuge rein. Wie die hier schön kreisen, werden wir dann den fliegenden Zirkus. Auch ohne Magenturit von Richthofen ist der fliegende Zirkus noch präsent.